Hast du dich schon mal gefragt, wie es auf der anderen Seite der Welt aussieht? Sind die Landschaften dort wirklich so spektakulär wie auf den Bildern? Fressen einen die wilden Tiere nicht direkt auf? Und wie leben die Menschen dort? Meine Verlobte Debbie und ich reisen ganz spontan nach Namibia und stellen uns genau diese Fragen. Für 2 Wochen geht es raus aus dem vollen Alltag. Wir mieten uns einen Offroad-Camper und fahren damit über 3000 Kilometer auf eigene Faust durchs Land. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Good morning, people! Ich werde jetzt noch den Henrik, der ist noch unterwegs. Und dann fahren wir in die Wüste. Ich freue mich so, in Afrika zu sein, Leute. Ich glaube es gar nicht. Es ist so schön. Also man sieht nur, das war unser Camping. Aber es ist viel zu klein gewesen, deswegen haben wir hier gepennt. Im Auto. Und da sind noch andere Camper. Genau. Und da steht Henrik. Kaum aus der Hauptstadt draußen, wartet auch schon die erste Schotterpiste auf uns. Doch wir lassen uns nicht beirren, lassen etwas Luft aus den Reifen und starten unsere ersten Versuche auf dem unbekannten Terrain. Wir gewöhnen uns schnell daran und genießen die fantastischen Landschaften. Der Spreadshoot-Gepass ist unsere nächste Herausforderung. Mit über 22% Steigung ist er der zweitsteilste Pass Namibias. Belohnt werden wir mit spektakulärer Weitsicht bis in die Wüste. Wir sind zum ersten Mal in der Wüste und die Landschaft ist atemberaubend. Insbesondere die Stimmung am Abend ist unbeschreiblich schön. Die Oryx gefallen mir besonders gut. Einfach klasse in dieser traumhaften Kulisse. Und auch äußerst lecker auf dem Grill. Am nächsten Morgen fahren wir bei Sonnenaufgang in die Namib-Wüste in Richtung Sossusvlei. Unser erster Stopp ist das Dadvlei. Die Hitze und der tiefe Sand machen das Laufen sehr mühsam. Doch wir werden belohnt. Die uralten Bäume auf dem trockenliegenden Wüstenfluss, umgeben von roten Dünen, sind ein wirklich ganz besonderer Anblick. Wir fragen uns, wie wohl die Aussicht oben auf den Dünen ist und beschließen, die Big Mama Düne zu besteigen. Eine der höchsten Dünen der Welt. Und Debbie, wie fühlt es sich an, auf die Big Mama Düne hochzulaufen? Kann ich mehr. Die Aussicht ist so schön, aber dieser Anstieg ist nicht normal. Hier sind jetzt noch 5 professionelle Expertentipps, wie man eine Düne hochläuft. Tipp Nummer 1, lauft auf der Kante, da ist nämlich der Sand viel härter als rechts und links. Tipp Nummer 2, lauft in den Fußspuren von den vorderen Männern und Frauen, da ist der Sand nämlich schon vorverdichtet. Tipp Nummer 3, lauft mehr auf euren Vorderfüßen, man sinkt deutlich weniger ein. Tipp Nummer 4, nehmt was zu trinken mit, wenn ihr nur eine halbe Stunde unterwegs seid, ihr freut euch über jeden Tropfen Wasser. Und Tipp Nummer 5, macht viele Fotos, denn dann bekommt ihr auch viele Pausen. So, genug geschwitzt. Wir brauchen jetzt erstmal etwas Schatten. Und somit spazieren wir noch durch den Sesrim Canyon und genießen die kühlen Temperaturen zwischen den Felswänden. Für uns fast unvorstellbar, aber der Canyon ist manchmal sogar komplett mit Wasser gefüllt. Wir sind froh, dass wir mit dem Toyota Hilux ein wirklich tolles Auto haben. Selbst Fahren im Tiefsand ist damit kein Problem. Einfach Allrad einschalten, Luftdruck absenken und niemals anhalten. Mein Handy hat schon Action-Modus und wackelt trotzdem. Henrik ist fleißig am Fahren und am Schwitzen. Es ist so warm, jetzt ist es über 30 Grad. Generell haben wir ein wirklich tolles Auto. Nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch genau richtig für die ruppigen Wege in Namibia und dazu mit kompletter Campingausstattung. Von Kocher, Grill und Geschirr über Tisch mit Stühlen bis hin zum Dachzelt mit Decken ist alles dabei. Ja, sogar einen Wassertank gibt es. Und für den Fall der Fälle auch Werkzeug und 2 Ersatzreifen. Mit unserem Camper sind wir perfekt für die Campingplätze ausgestattet, um möglichst nah an der Natur zu übernachten.
Einmal gibt es sogar einfach nur eine Dusche, die aus einem Baum kommt. Immerhin haben wir immer warmes Wasser, wenn auch manchmal nur mit einem kleinen Ofen erwärmt. Manche Campingplätze sind sehr einfach gehalten und überall gibt es etwas, das krabbelt, herumläuft und Lärm macht. Wir sind froh, dass die Affen sich nur an der Mülltonne bedienen. Aber Augen offen halten, Zelt und Taschen gut verschließen, dann geht das schon. Es muss aber nicht immer so abenteuerlich sein. In Swakopmund haben wir sogar ein privates gemautes Sanitärhaus auf unserem Campingplatz. Nach der Abgeschiedenheit in der heißen Wüste sind wir froh, wieder etwas in der Zivilisation zu sein und genießen die frische Brise des Meeres. Und Henrik ist wieder nur am Essen. Die guten Pombeeren aus Deutschland. Seht, wie schön die Sonne untergeht. Nappet! Mein persönliches Highlight? Wir entdecken sogar leckere Spätzle auf der Speisekarte im Restaurant. Swakopmund bietet so ziemlich alles, was das Touristenherz begehrt. Wir starten direkt mit einer Kajaktour. Wir fahren auf einer Landzunge zwischen Flamingos und Schakalen durch eine tolle Landschaft bis hin zu einer riesigen Seelöwenkolonie. Ganz genau, wir paddeln direkt durch diese Seelöwenkolonie. Die süßen kleinen Seelöwen knabbern an unseren Paddeln, das werden wir definitiv nie vergessen. Doch die Kajaktour ist erst der Anfang. Debbie wollte schon immer mal Quad fahren gehen und wo geht das besser als mitten in den Dünen der Wüste? Wir flitzen über die steilen, sandigen Dünen, es macht richtig Spaß. Zum Abschluss besuchen wir noch die kleinen versteckten Bewohner der Wüste mit einem sachkundigen Führer. Wir lernen viel über das faszinierende Ökosystem der Wüste und wie die verschiedenen Lebewesen darin leben. Es ist wirklich erstaunlich, wie unser Guide fast unsichtbare Spuren im Sand entdeckt und uns zu diesen kleinen Wundern führen kann. Nachdem wir die kleinen Tiere gesehen hatten, machen wir uns auf in Richtung Etosha Nationalpark, um die großen Tiere Afrikas aufzusuchen. Der Weg dorthin führt uns durch das Tamaraland. Wow, es ist zwar nur Spaghetti mit Pesto, aber kann es einen schöneren Ort für ein Abendessen geben? Bei einer Safari weiß man nie, was man bekommt. Und genau diese Aufregung macht es so besonders. Bereits außerhalb des Parks begrüßen uns ein paar Giraffen auf dem Weg in Richtung Etosha. Wir sind richtig gespannt, was noch alles kommen wird. Wir fahren langsam durch den Park, halten Ausschau nach Tieren. So früh in der Trockenzeit ist das Gestrüpp teilweise noch sehr hoch und die Tiere sind gut getarnt. Doch wir haben Glück und sehen bereits nach kurzer Zeit einige Antilopen, Zebras und Giraffen. Und dann kommt wie aus dem Nichts der Hammer. Direkt am Wegesrand liegen vor uns vier majestätische Löwen, vollgefressen und sichtlich zufrieden mit ihrer Beute. Wir sind sprachlos. Nach nur wenigen Stunden im Park haben wir bereits Löwen gesehen. Doch die Safari ist noch lange nicht vorbei. Wir suchen weiter nach Elefanten, meinen absoluten Lieblingstieren. So riesige Tiere kann man doch gar nicht übersehen. Spuren gibt es jedenfalls genug. Nur ein einsamer Elefant in weiter Entfernung macht uns Hoffnung auf die nächsten Tage. In der Nacht schlafen wir direkt im Park auf einem Campingplatz, natürlich eingezäunt. Aber es gibt dort ein beleuchtetes Wasserloch, wo wir Impalas entdecken. Und dann kommt der nächste Hammer. Ein einsames Nashorn kommt zum Trinken vorbei. Wir beobachten es aus nächster Nähe. Wow, was für ein Erlebnis. Das werden wir nie vergessen. Der nächste Abend setzt aber nochmal einen drauf. Wir beobachten über 10 Nashörner gleichzeitig am Wasserloch. Wir können unser Glück kaum fassen und genießen einfach mal den Moment.
Good morning, people! Wir sind richtig toll am Start wieder mal. Wir fahren gerade dem Sonnenaufgang entgegen und hoffen, dass wir ein paar tolle Tiere finden. Am nächsten Morgen brechen wir früh auf, um endlich die Elefanten zu finden. Und tatsächlich befinden wir uns kurz darauf mitten in einer großen Herde, umgeben von Müttern mit ihren Babys und jungen Bullen, die die Lage etwas angespannt machen. Aufgeregt, aber auch ein wenig ängstlich, genießen wir das Spektakel. Bei Elefanten ist nämlich immer besondere Vorsicht geboten. Im Gegensatz zu anderen Tieren haben sie keine Furcht vor Autos. Bleib still, wo du bist. Wir waren ja eben bei den Elefanten und haben richtig Stress gehabt mit einem. Also ich glaube, zwischen uns und dem Elefanten war nur noch die Motorhaube. Und jetzt überall, nur noch im Palas. Es gefällt uns viel besser. Gell, Henrik? Ja. Weil die einfach so klein sind, dass man einfach keine Angst haben braucht. Neben der Tierwelt bietet der Etosha-Nationalpark aber auch ein landschaftliches Highlight. Nun sind wir in der Etosha-Pfanne angekommen. Wie ihr sehen könnt, alles weiß hier. Nichts da, ein Oryx, mehr nicht. In der Etosha-Pfanne gibt es über 100 Kilometer einfach nichts, außer der Salzturmpfanne, die aus einem ausgetrockneten See entstand. Man fühlt sich dort echt klein im Vergleich zur endlosen Weite. So, die Etosha-Pfanne, Elefanten und Löwen, jetzt fehlen nur noch die Geparden. Obwohl es einige Geparden im Park gibt, werden wir leider nicht fündig. Vielleicht stehen wir einfach zu viel im Stau. Es ist nämlich ständig Betrieb auf den Straßen im Etosha-Nationalpark. Oscar. Beweg dich. Und dann provozieren die noch so. Dann erzählen die dann. Da denkst du wirklich, du hast Elefanten auf der Straße gesehen. Dann hast du eine Giraffe gesehen. Du hast ein Zebra. Ich bin zurück ins Zoo, wirklich. Wir fahren weiter in Richtung Okavango, da wir unbedingt noch ein paar Flusspferde sehen wollen. Auf dem Weg fahren wir durch einfache Dörfer. Wenn das Dorfleben sicherlich nicht einfach ist, wird uns bewusst, wie wenig man doch braucht, um im Leben glücklich zu sein. Im Okavango entspannen wir erstmal und genießen die wunderschöne Umgebung. Wir frühstücken direkt auf dem Okavango zwischen den Hippos. Im Sonnenuntergang beobachten wir die Tiere vom Wasser aus. Wow, was für ein tolles Farbspiel! Auf unserer Reise kochen oder grillen wir fast immer selbst. Zur Abwechslung genießen wir hier am Okavango aber auch mal ein richtiges Menü. Richtig lecker. Wir sitzen jetzt hier am Wasser bei den Hippos. Da ist der Henrik im Dunkeln. Da. Und gleich machen sie hoffentlich wieder ein Geräusch. Das ist nur der Henrik. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind gerade aufgestanden. Ihr seht da hinten die Sonne. Es ist richtig, richtig schön hier und es war sehr belebt heute Nacht. Es waren sehr viele Tiere aktiv, aber es war sehr, sehr schön und genau, hoffen wir auf einen schönen sonnigen Tag. Bis jetzt hatten wir wirklich viele Tiere gesehen. Ein großes Tier fehlte uns aber noch auf unserer Liste, der Büffel. Davon soll es anscheinend auch einige hier in der Gegend geben. Wir fahren in den Babwata-Nationalpark über abenteuerliche Straßen. Das Fahren ist jedenfalls ein Erlebnis für sich. Zum Glück haben wir das richtige Auto. Wir sehen erneut viele Tiere, aber von den Büffeln fehlt jede Spur. Bis jetzt hatten wir wirklich viel erlebt, aber ein Highlight sollte noch kommen. Auf dem Heimweg halten wir noch für eine Nacht am Waterberg inmitten einer unendlichen Buschlandschaft. Es ist Ostersonntag und wir folgen zu Fuß einem Guide, um den Spuren der Nashörner zu folgen. Das ist nochmal was ganz anderes, so ohne den Schutz des Autos. Die Sträucher pieken uns und wir treffen auf ein Warzenschwein. Wow, und das ist erst der Anfang. Kurz darauf stehen wir direkt vor zwei prachtvollen Nashörnern, die gemütlich in der Sonne dösen. Das werden wir definitiv nicht mehr vergessen.
Mit viel Freude blicken wir zurück auf unsere Reise nach Namibia. Aus einer spontanen Idee ist ein ganz großes Abenteuer geworden. Einfach mal machen, es hat sich gelohnt. Wir haben gemerkt, dass all der Luxus und der Konsum nichtig sind. Man braucht echt nicht viel im Leben, um glücklich zu sein. Wir haben unglaubliche Landschaften und echt viele Tiere gesehen. Da aber einige Tiere auf unserer Liste noch fehlen, müssen wir wohl wieder nach Afrika kommen.